stops. Tell me, are you with me? Never gonna stop. But baby, what do you see? A picture of my heart like a tattoo. Yes, baby, once again, I'll be the fool, yeah. Hi, ist wieder Aquamarin. Für das heutige Thema steht mir ein kleiner Location-Wechsel bevor. Und zwar auf einen fahrbaren Untersatz. Die meisten kennen sie von Filmen oder Fernsehserien. Stars und Promis posten Selfies mit und in ihnen. Die Rede ist vom Hype um die amerikanischen Schulbusse. Sie sind gelb, sie sind Vintage und sie sind Kult. Aber nicht zwangsweise, um von A nach B zu gelangen. Die Oldtimer aus den USA sind die Event-Location schlechthin. Egal ob Party-Shuttle oder generell als Party-Raum. Den Event-Ideen sind hier keine Grenzen gesetzt. Und jetzt stehe ich auch schon in einem amerikanischen Schulbus. Und was mir gleich als allererstes auffällt, es schaut irgendwie mehr aus wie ein amerikanisches Diner. Und genau das ist der springende Punkt. Diese Busse werden alle komplett individuell gestaltet. Und so findet man auch für jedes Partythema den passenden Partybus. Es muss aber nicht immer gefeiert werden. Auf Social Media präsentieren User ihre eigenen Schulbus-Apartments. Was eher wie ein langgezogener Wohnwagen wirkt, ist ein modifizierter alter Schulbus, der jetzt sogar als kleiner Wohnwagen genutzt wird. Also Party, Shuttle und Wohnen, also echt viel, wofür man diese alten Busse verwenden kann. Wer solche Busse aber fahren möchte, der braucht einen eigenen Busführerschein dafür. Ohne den läuft gar nichts oder man stellt einfach jemanden ein, der für diesen Abend das Busfahren übernimmt. Auch in Österreich sind die gelben Riesen vereinzelt zu sehen, unter anderem in Form von Foodtrucks oder kleinen Imbissstationen. Also ein echtes Multitalent unter den Fahrzeugen. Natürlich sind diese coolen Einrichtungen auch bei Influencern der totale Hype und da ja irgendwie sowas wie ein Influencer bin, werde ich jetzt selbst auch ein paar Fotos hier machen und auf meine Social Media Kanäle posten. Also ich bin richtig begeistert und hätte schon wieder 100 Ideen, was man mit diesen Bussen noch alles machen könnte. Egal ob zu Fuß oder doch mobil, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Wer weiß, vielleicht wohne ich dann auch schon in einem Bus. Bis dahin, ahoi!